Herzlich willkommen! Hier ein neues Special von mir und diesmal geht es um die PlayStation 4. Die soll nämlich laut dem Wall Street Journal schon 2013 erscheinen. Bis jetzt gibt es ja noch keine irgendwelche Informationen drüber, wann die PS4 denn erscheinen soll, aber die Zeitung hat irgendwie was erfahren. Ob das jetzt stimmt oder nicht, mag dahingestellt werden, aber ja, gut. Jo. Die Zeitung will eben aus Unternehmenskreisen außerhalb erfahren haben, dass Sony erwogen hätte, die PS4 ohne ein optisches Laufwerk auf den Markt zu bringen. Ja, Sony habe sich allerdings gegen dieses Konzept entschieden. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Sony das Streaming-Unternehmen Gaikai kaufen wollte. Also ich habe noch nie irgendwas von diesem Streaming Gaikai bla 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 gehört. Ja, also nachdem ich das jetzt gerade letztens, wann habe ich, ja, gestern habe ich das eben gelesen, dachte ich, hau jetzt da mal ein Special raus, kurz und knapp vielleicht. Was ihr jetzt davon haltet, ob das jetzt wirklich gut ist, ohne optisches Laufwerk, da die PS4 rauszubringen, denn die PSP To Go war das, ja genau, die kam ja ohne UMD-Laufwerk raus und ist gefloppt. Ja. Und jetzt überlegt ihr euch mal, ihr kauft Spiele im Internet, also ihr müsst sie kaufen. Also Menschen, die jetzt kein Internet haben, die sind im Prinzip total am Arsch, ja. Und überlegt mal, ein Spiel 15 GB oder sogar Killzone 2 hat, glaube ich, bis jetzt schon die Blu-ray-Disc ziemlich beansprucht, also ausgefüllt von den Daten her. Und ich weiß nicht, Blu-ray hat, glaube ich, 40 GB. Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder? Also, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt mal interessieren, was ihr davon hält, ob das überhaupt geht. Nicht jeder hat eine Brandbreite-Internetverbindung, ich habe auch nur 16.000er und das ist eigentlich mittlerweile schon viel zu wenig, aber wenn du irgendwo in so einem Kuhdorf wohnst, wo du nur 2.000er Leitung hast, dann hast du ein Problem. Das nächste ist noch, wenn da so viele auf die Daten zugreifen, das würde ja alles total zusammenbrechen. Also, das wird ja lecken wie Sau. Dann lädst du einmal mit Source wie runter und dann wieder ein bisschen weniger. Und das ist einfach nur Blödsinn. Ja, eben. Und das würde ja auch heißen, dass man immer eine ständige Internetverbindung haben muss, um zu spielen. Ich meine, bei den heutigen PC-Spielen ist das ja schon so. Aber jetzt das Ganze irgendwie zu streamen, dass man ein bisschen runterlädt. Und dann der Rest wird gestreamt und Internet-Einbrüche, das kann nicht gehen. Also, ich würde echt gerne mal von euch wissen, was ihr jetzt davon her haltet. Haltet. Ja, was richtig. Was ihr davon hält. Ich bin irgendwie dumm. Naja, gut, ihr wisst, was ich meine. Schreibt es in die Kommentare, es würde mich echt freuen. Und ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.